Willkommen zu einem neuen Video hier auf mein Bullet Journal. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wie versprochen kommt auch diesen Mittwoch ein Zusatzvideo online und ich bin heute nicht allein. Ich habe mir tatkräftig kreative Unterstützung geholt und präsentiere euch heute zwei Mädels, die es kreativ faustdick hinter den Ohren haben. Natürlich aus der Materie Bullet Journal und wir präsentieren euch heute gemeinsam richtig coole Hacks für euer Bullet Journal. Also sei gespannt und ich würde sagen, wir starten auch gleich mit der lieben Lisa. Vom Kanal Einfach Lilienhaft und ich freue mich schon, was die Lisa so für uns parat hat. Hi, ich bin Lisa vom Kanal Einfach Lilienhaft. Auf meinem Kanal geht es um die Themen Bullet Journaling und Handlettering. Und passend zu diesem Thema zeige ich dir heute zwei Hacks, die sich um den Brush Pen drehen. Was du damit genau machen kannst, zeige ich dir jetzt. Mit diesen Brush Pens kann man natürlich Brush Letterings erzeugen, also diese breiten Abwärtsstriche und zarten Aufwärtsstriche sind damit sehr gut zu machen. Durch die breite Spitze der Brush Pens kann man aber noch ganz andere Sachen damit machen, zum Beispiel sich das Leben etwas erleichtern und Linien ziehen. Ich finde das immer eine ganz gute Methode, gerade für die Monatsübersichten. Da will man vielleicht etwas mehr Übersicht reinbringen und jede einzelne Zeile so ein bisschen betonen. Das heißt, ich male immer abwechselnd eine Zeile mit dem Brush Pen an und die andere Zeile lasse ich frei. Und ich finde, diese Variante geht wesentlich besser, als wenn ich jetzt mit einem Textmarker das mache. Da müsste ich zum einen immer dieses Buch drehen. Gut, man könnte es auch aus dem Handgelenk machen, aber irgendwie finde ich das mit den Brushpens immer so ein Stück weit einfacher, weil man den irgendwie ganz gut halten kann und so stabil diese Linien relativ gleichmäßig ziehen kann. Außerdem ist es so, ich bin so ein bisschen pragmatisch. Ich mag es immer, wenn das alles irgendwie relativ schnell geht. Und wenn ich die Überschrift eh schon mit dem Brushpen geschrieben habe, dann kann ich auch mit dem Brushpen die Linien noch ziehen. Das ist also Hack Nummer 1. Du kannst damit Linien ziehen. Einen zweiten Hack, den ich dir mit den Brushpens zeigen will, wenn du einen Stempel benutzt und du möchtest, dass der die gleiche Farbe hat wie dein Lettering, dann empfiehlt es sich natürlich, den Stempel einfach mit dem Brushpen anzumalen. Und das sollte man ruhig großzügig machen, bis man sieht, dass der ganze Stempel eben benetzt ist mit der Farbe und da einfach so lange drüber malen, bis es quasi reicht und dann kann man ihn abstempeln und hat die gleiche Farbe. Man sollte bei den Brushpens wirklich darauf achten, dass man sie pfleglich behandelt, weil die Spitzen relativ empfindlich sind. Ich benutze meistens Brushpens, die schon etwas länger in Verwendung sind. Da tut mir das nicht ganz so weh, wenn ich dann über die Stempel so rüber male. Das geht dann immer ganz gut. So finde ich das auf jeden Fall ganz cool, weil dann die Farbe des Stempels zur Schrift passt. Das waren also meine beiden kleinen Mini-Hacks. Wenn dich das Thema Brush und Handlettering generell interessiert, dann schau doch mal auf meinem Kanal oder auch in meinem Online-Shop vorbei, denn da gibt es Vorlagenblätter, damit man sich das Ganze aneignen kann. Ich habe mir was Tolles überlegt und würde sagen, wir fangen mal mit meinem Hack an. Ich habe definitiv in den letzten Tagen zu viele Schränke aussortiert und aufgeräumt und dabei sind mir diese Polyacrylschätzchen hier in die Hände gefallen. Auch bekannt unter Fimo und ich dachte, sowas habe ich noch nie probiert. Ich teste das jetzt mal gemeinsam mit euch aus und wir schauen mal, was wir da fürs Bullet Journaling Schönes machen können. Dafür schnappe ich mir als erstes mal so eine Messerspitze von dem Türkis, von dem Pink auch noch ein Stückchen, beim Braun so ein Stückchen mehr und vom Weiß auch noch ein kleines Stück. Mein Braun forme ich jetzt zu so einer kleinen, dicken Kugel. Das Weiß auch. Meine braune Kugel drücke ich mir jetzt so ein bisschen nach unten in die Breite, so schön platt, dass so ein hoher, dicker Kreis entsteht. So langsam siehst du bestimmt auch schon, was es werden soll. Spätestens jetzt. Mit einer dünnen Spitze setze ich nämlich jetzt noch ein Loch in die Mitte und das Ganze nimmt schon Formen an. Mit dem Stab kannst du jetzt ruhig noch so ein bisschen in dem Löchlein kreisen. So gibt es eine wunderschöne Rundung und das Ganze sieht so ein bisschen softer aus. Jetzt mache ich auch noch die kleine weiße Kugel platt. Allerdings kommt dieser dicke Kreis jetzt noch unter die Walze. Ich roll mir das Stück richtig schön dünn aus. Hier mache ich mal einen kurzen Stopp und versuche jetzt an diesen so sauberen Rändern schöne Rundungen reinzukriegen und so ein paar Wellen, um das Ganze jetzt wieder richtig schön platt zu rollen.
Damit nun endlich mein Donut entsteht, verpasse ich ihm jetzt damit den typischen Zuckerguss. Natürlich auch hier noch ein Löchlein reinstechen und so ein bisschen ausarbeiten. Das Ganze an den Seiten noch ein bisschen soften. Jetzt kommt Farbe ins Spiel. Das Pink und Türkis roll ich zu ganz dünnen Fäden. Und schneide mir hier Mini-Stückchen zurecht, um gleich meinen Zuckerguss zu dekorieren. Auch ein paar Mini-Kügelchen. Also ich muss sagen, für den ersten Versuch, ich bin zufrieden. Damit dieser süße Donut aber jetzt auch was fürs Bullet Journal ist, fehlt definitiv noch eine Kleinigkeit und dafür setze ich mir mit dem Messer einen kleinen Schnitt an die Unterkante vom Donut und verpasse dem Ganzen jetzt noch eine Büroklammer. Zusammen mit der Mausi hatten wir so einen Spaß, es sind tolle Sachen dabei rausgekommen, wie du siehst. Wenn du da noch mehr zu sehen willst, lass es mir doch mal in einem Kommentar da. Der nächste Hack kommt von der lieben Mel von Lani Art. Lass uns mal schauen, was sie für uns bereit hat und ich würde sagen, Mats ab. Hallihallo, ich wollte mich kurz vorstellen. Ich bin Mel, ich bin die Gründerin von Lani Art. Sehr kamerascheu, sieht man auch an diesem hochprofessionellen Video. Meine Produkte habt ihr bestimmt schon mal bei Yvette gesehen. Mein rosé-goldenes Bullet Journal vielleicht oder aber auch die Brush Pens. Ja, aber hier soll es nicht um Werbung gehen, hier geht es um euch. Und zwar hat die liebe Yvette mich gefragt, ob ich bei ihrem Mega-Einfall mitmache, dieses Video zu machen für euch in dieser Zeit. Wenn nicht jetzt Bullet Journal, wann denn bitte dann? Und deshalb habe ich meinen April-Spread auch ein bisschen nach hinten geschoben und das Video abgedreht. Und ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß dabei. Haltet durch, wir kommen da irgendwie gemeinsam durch diese Zeit. Bleibt gesund und bleibt kreativ. Eure Mel. Ciao! Für viele von euch ist die Zeit zu Hause sicher nicht einfach, so ganz ohne Freunde und Hobbys außerhalb der eigenen vier Wände. Vielen ist sogar langweilig, aber da kann ich euch weiterhelfen. Mir persönlich helfen To-Do-Listen und Tracker ganz gut, um eine Übersicht über meine täglichen und wöchentlichen Aufgaben zu haben und diese dann auch tatsächlich in Angriff zu nehmen. Und siehe da, der Tag ist dann plötzlich doch ganz schön gefüllt und lange aufgeschobene Dinge werden angepackt. Für ein bisschen Selbstmotivation habe ich oben mit einem Zitat gestartet: Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann füge ein bisschen Gin Tonic dazu. Als erstes habe ich mir meine täglichen To-Dos aufgeschrieben, an die ich mich halten möchte, und danach die To-Dos, die nur ein paar Mal die Woche anstehen. Wie ihr seht, habe ich bei den Weekly To-Dos kreative Dinge wie Procreate oder Ukulele aufgeschrieben. Weder das eine noch das andere beherrsche ich perfekt, aber jetzt ist die perfekte Zeit, um etwas Neues zu lernen oder Wissen zu vertiefen. Was ich auch vernachlässigt habe, ist Bücher lesen. Deshalb habe ich mir den Bücherstapel, der neben meinem Bett einstaubt, aufgeschrieben. Und zu guter Letzt Netflix und Disney Plus. Die letzten Monate waren so hektisch, dass ich kaum Zeit zum Serienschauen hatte. Selbst am Fernsehprogramm merkt man inzwischen den Ausnahmezustand und deshalb werde ich mir ab April wieder ein bisschen Netflix gönnen. Wie ihr seht, ist es doch ganz schön viel, womit man seinen Tag füllen kann. Natürlich könnt ihr diesen Tracker auch auf Dinge wie zum Beispiel Kleiderschrank ausmisten, Frühjahrsputz oder Keller aufräumen anwenden. So könnt ihr jeden Tag abhaken, was ihr geschafft habt und seid somit vielleicht ein bisschen motiviert, lange aufgeschobene Dinge endlich anzupacken und fallt hoffentlich in kein dunkles Loch. Viel Spaß mit den Videos von den anderen Mädels, bleibt gesund und alles Gute, eure Mel. Bei mir sprüht es momentan vor kreativen Einfällen, deswegen dachte ich, ich zeige dir das hier auch noch. Ich würde sagen, lass uns mal dabei bleiben, was ich so zu Hause an Materialien habe. Ich starte hier mal mit so einem Stück Leder und schneide mir da ein Rechteck zurecht. Zur Verzierung jetzt mal noch alle vier Ecken ab. An der Ober- und Unterseite mit circa so 1 cm Abstand zum Rand skizziere ich mir jetzt ein paar Striche an. Die Striche jetzt noch nachschneiden und dem Lederstück jetzt noch zwei Löcher verpassen. An der Ober- und Unterseite auch da so minimal Platz lassen zum Rand. Perfekt! Wäre jetzt ein dickes Gummiband gewesen. Habe ich aber nicht da. Also, was habe ich da? Wir machen das Beste draus. Deswegen schnappe ich mir meins und um so eine ähnliche Stabilität zu bekommen, schneide ich mir hier einfach mal vier Fäden zurecht, sodass die langgezogen einmal komplett um meinen Buchdeckel passen. Vor dem Fixieren aber jetzt noch mein Lederstückchen einfädeln durch die Löcher, sodass die Fäden hinten hinter unserem Lederstückchen verlaufen. Jetzt kann ich auch die Fäden fixieren und die Reste noch abschneiden. Okay, das sieht schon richtig gut aus.
Und eine Stiftehalterung ist definitiv schon mal erkennbar. Allerdings würde der Stift, wie du siehst, jetzt hin und her wackeln und die Tasche hoch und runter rutschen. Stabilität muss her. Das ist auch ruckzuck erledigt. Dafür nehme ich mir einfach nochmal meine zwei Gummifäden, die ich übrig habe, und fädel die jetzt durch die Löcher um das Gummiband herum und fixiere das Ganze mit zwei Knoten und zack ist das Ganze stabil. Die kleine Einstecktasche für meine Stifte ist so einfach nachgemacht und es ist auch optisch echt ein Hingucker und super easy zu erstellen. Ich hoffe, du hast viele Inspirationen bekommen und Spaß gehabt beim Zuschauen. Besuch auf jeden Fall die Mädels auf ihren Kanälen. Ich verlinke dir natürlich alles in der Infobox. Vielen Dank nochmal an die zwei Schätzchen fürs Mitmachen. Das hat so einen Spaß gemacht. Und gemeinsam ist man doch immer ein Stück kreativer und es macht auf jeden Fall mehr Freude. Ich glaube, das mit den Gästen mache ich nochmal. Wenn du eine Idee hast, wen ich einladen könnte hier auf meinem Kanal, dann lass mich das doch mal wissen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bleib organisiert, ich bleib's auch. Vor allen Dingen bleib gesund.